Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück in Wasteland 2. Wir sind ja immer noch so ein bisschen Beta in der ganzen Geschichte und hier möchte ich gleich mal was raushauen. Es gibt seit, heute ist Samstag, seit Mittwoch, Dienstagabend, laut Twitter war es, glaube ich, die offizielle Meldung Wasteland 2 Release Date 19.09. Also nächsten Monat. Wird das Schiffchen hier offiziell in See stechen. Sehr, sehr geil. Und an dieser Stelle möchte ich auch auf einen Kommentar eingehen vom lieben Christian, der die Folge 11 kommentiert hat mit dem Kommentar, sag mal, das Original Wasteland oder jeglichen Fallout-Titel hast du nicht gespielt, oder? Jedes Mal, wenn du beim Fertigkeitspunkte verteilen überlegst, was du damit anfangen sollst, brülle ich den Bildschirm an. Waffenloser Kampf bzw. irgendeine Kampffertigkeit, die keine Munition erfordert. Nützt aber nie was. Ja, das nützt in der Tat nichts, denn besser ist es, einen Kommentar zu schreiben, so wie in diesem Fall, der liebe Christian mich darauf hingewiesen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich habe Wasteland nie gespielt, Christian. Das stimmt, aber ich habe Fallout gespielt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer geballert. Ich habe immer geballert. Oder zumindest größtenteils, wie ich das ja auch hier tue. Und ich muss sagen, ich finde bisher eigentlich immer genug Munition. Da kann ich mich jetzt nicht so sehr drüber beschweren. Irgendwie geht's ja immer. Aber du hast natürlich recht, wenn es eins gibt, was immer funktioniert, und das weiß ich aus dem praktischen Leben auch, dann ist es natürlich der Nahkampf. Denn wenn man keine Waffe hat, kann man sich dann, wenn man sich auf Waffen spezialisiert hat, auch nicht mehr wirklich wehren. Und hier ist es so, die sind in der Tat alle von den Skills her auf irgendwelche Knarren geskillt, mit wenigen Ausnahmen, die hier mal auf Blunt Weapons gehen, wie hier unser Schneckchen Angela Death, ja, die hat wirklich Blunt Weapons, die könnte also auch mit einer Keule mal ordentlich zuhauen. Alle anderen haben das hier, glaube ich, gar nicht, wenn ich mich recht entsinne. Oder irgendeiner hat, glaube ich, noch was gehabt, oder? Nee. Das ist in der Tat so. Ich habe mich hier auf Waffen spezialisiert. Munition war, wie gesagt, bisher nicht so sehr das Problem. Ne, das haben wir immer in den Griff bekommen. Wobei ich hier gerade sehe, die liebe Angie. Hier unten. Naja, was haben wir denn hier? 556, haben wir nicht mehr viel. Bisher war das aber, und das muss man eigentlich auch mal so sagen, wenn man sich das hier anguckt, ich habe ja genug Munition. Ne? Aber Christian, du hast da ganz recht, wir müssen mehr auf den waffenlosen Kampf gehen, denn es ist ja ein taktisches Spiel, das nicht nur aus der Ferne entschieden wird. Oft werden wir ja in Nahkampf verwickelt, das habe ich in einigen Serien auch schon, einigen Teilen auch schon gemerkt und gesagt. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt, das muss ich jetzt einfach auch mal zugeben, denn genau genommen wäre es schön, wenn ich ein bisschen mehr auf Nahkampf skille, damit ich vielleicht, wenn ein Kampf ist, die ein bisschen hinterlistig irgendwo hinstellen kann und den herannahenden Gegner dann einfach eins über die Zwirbel ziehen kann. Da hast du vollkommen recht, Christian. Vielen Dank für deinen Post. Ja, und schon sind wir wieder mit dabei. Ich verlasse einfach mal, genau, ich gehe einfach mal, so muss man sagen, in das richtige Camp von den, sind das die Topekans, so. Ich bin auch überlegen, ob ich jetzt, wenn die Final rauskommt, nochmal von vorne anfange, die ganze Serie. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt so eine sinnvolle Geschichte ist, denn ich bin bei über 30 Teilen jetzt und ich weiß nicht, ob ich das Ganze nochmal von vorne beginnen will, nachdem ich alles schon miterlebt habe. Und vor allen Dingen müsste ich ja alle Serien umbenennen, denn das sind ja alles Beta-Serien. So, uns begrüßt ein Schild, Keep Out. A nice place to visit, Keep Out. Das ist natürlich wieder mal die Ironie der Entwickler hier, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, haben die schon alle nachgeladen? Okay, alles klar. Dann gucken wir uns doch mal die Spakomaten hier an. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht man auch schon. Da muss ich mir Christian auch nochmal irgendwie recht geben. Ich kann taktisch spielen. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt nicht sonderlich gut drin, auch nicht sonderlich schlecht. Das kriege ich schon hin. Aber meistens bin ich doch eher so die Rambo-Nummer. Ja. Das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich sehr viel Ego-Shooter auch spiele. Seit Angedenken. Und da liebe ich entweder sehr taktisch oder richtig die Rambo-Nummer raushängen lassen. Ne? Das muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Also ich bin gerne der vorbricht. Ich spiele aktuell auch Warface. Der vorbricht und einfach die Rambo-Nummer abzieht. Ja? Was ist denn das? Okay. Oh, der ist ja schon
unentspannt. Oh, guck mal, was passiert. Der hat auch ein pinkes Outfit. Hast du schon mal gemerkt, dass das ein bisschen scheiße aussieht? Scheint ihn nicht zu jung. Okay. So, jetzt könnte ich mich natürlich taktisch schon ein bisschen... Oh, da ist noch so ein Häufchen. Hier verteilen, aber ich mag es ja actionlastig, also gehe ich mal hin und brösel den einfach mal weg und drücke einfach mal drauf. Oh, wo kommt der her? What the fuck? Jetzt könnten wir wieder hier im Nahkampf gehen. Hat der für ein schönes Korsett an. So, wer von uns ist denn hier am Start? Rosie, der ist geschützt. Ich gehe mal bis hier rüber und blaste den einfach mal weg. Das hat super funktioniert, Rosie, vielen Dank. Laser Carbine. Dann gucken wir da mal, gehe ich einen Schritt zur Seite oder schieße ich hier am Ohr vorbei? Ich, 36, 86. Ich glaube, ich muss hier einen Schritt zur Seite gehen und muss einfach mal rüberrollen. What the fuck, geiles Ding. Ja, geht auf jeden Fall ordentlich zur Sache. Dann haben wir hier noch einen Karabiner, der sowieso immer Weapon Jam hat. Ah, ich stehe natürlich auch taktisch total miserabel. Ziehen wir die mal ein bisschen auseinander. Kann die noch schießen? Und wie die schießen kann, die Lady. So, wen haben wir denn hier? Oh ja, unsere Heilschnecke mit einem kleinen Revolver. Die ballert einfach mal los. War klar. Komm, noch rein. Okay, das kann sie nicht so gut. Ist ja auch eine Heilschnecke. Ach, guck mal, da ist noch einer. Nicht erschrecken. Ja. Normalerweise klinge ich ja immer schon ein bisschen erkältet durchs Mikrofon. Warum auch immer. Vielleicht rede ich zu sehr durch die Nase. Aber diesmal bin ich wirklich erkältet, muss man sagen. Weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ja, wer ist denn dran? Wir haben hier unseren Rambo dabei. Ich gehe jetzt mal wirklich hier Rambo-mäßig vor und bretter den weg. So. Weapon Jam, sehr gut. Nach dem Schießen ist mir das relativ egal. Dann haben wir hier natürlich unseren Schützen. Ah, bis dahin kommt er natürlich nicht. Aber der stellt sich einfach mal hier in die Deckung. Und geht mal in Deckung. Dann haben wir hier unsere Rambo-Schnecke. Die geht mal hier hin in Deckung. Hinter diesem Steinchen. Kann den noch einen Ambush machen? Ja. Ja, Rosie, Rambo Rosie, geht mal hier rüber. Kann die ambushen? Nö. Die könnte aber nachladen, oder? Nee. Ist auch jetzt neu, die ganzen Punktanzeigen. Wen haben wir hier? Das ist ja auch hier eine Rambo-Nummer. Ich glaube, die... Wir wissen ja jetzt noch nicht, ob sie von oben oder von da kommen. Die stelle ich jetzt einfach mal... Wo stelle ich die denn mal hin? Ach komm. Die hat noch 3. Nachladen ist noch nicht. Ach, hier stehen jetzt auch die Punkte drüber. Jetzt sehe ich das erst. Das ist auch relativ neu. Also 2 Action-Punkte würde das Hinknien kosten. 6 ist rot, die habe ich nicht mehr. Würde das Ambushen... Ah, das ist natürlich nice. Ja, das muss man mal sagen. Knie dich doch mal hin. Schön gemacht. Ja, wen haben wir hier? Hier haben wir natürlich unsere Heilschnecke. Die darf sich hier verstecken. Die darf sich einfach nur hinknien. So, abwarten. Na, da kommen 2. Ah, Ambush sag ich da nur, ne? Ah, da kommt mir eine Machete. Ja, dann lauf schon mal vor, ne? Da würde ich sagen... Da fällt mir eins dazu ein. Achso, ich darf ja nicht auswählen. Er ambushed. Wie? Nein. Can ambush weapon jammed. Achso, natürlich. Dann unjammen wir das natürlich. Wen haben wir hier? Come and get it. Candy ass. Das ist ja unsere Rambo-Schnecke. Und, ja, da sie Rambo ist, muss sie Rambo hier hin. Ach, ein kleiner Hinterhalt, das ist immer super. Ja, haben wir unseren Schnipper hier. Der nimmt dann einfach mal die Position hier ein. Rosie ist hier quasi die Firewall. Mitten rein, Ambush. Yes.
Ja, und dann haben wir hier natürlich noch Hexy Baby. Die macht auf jeden Fall nur einen Ambush. Na gut, die Medik-Schnecke, die stelle ich mal hier hinten an. Damit die im Zweifelsfall mal eingreifen kann. Kann die sich noch bücken? Ach, die ist schon gebückt? Nee. So, zwei Action-Punkte. Ich habe drei. Wieso kann ich das nicht auswählen? Ach, da machen wir das so. Huga, Halla, Huga, Huga, Halla. Oh. Bleeding. Ja, das nenne ich dann mal einen Hinterhalt. Rosie hat die Schrotflinte kurz ins Gesicht gehalten. Und irgendjemand hat hier mit der Laser Rifle auch noch drauf gehalten. Ja, weil wir so krass sind. Ja. So, hier haben wir wieder einen Carabiner. Carbiner heißen die eigentlich auch, muss man sagen. Ich wollte gucken, 6% Chance to Jam. Er hat noch nicht so viel dabei. Jetzt schon. Oh, Bruce. Oh, jetzt trägt er zu viel. Rail Thief. Mhm. Jetzt haben wir natürlich wieder viel zu viel Stuff dabei. Ui. Bruce trägt definitiv mal zu viel. Tragen eigentlich alle zu viel. Können wir das mal, hallo? Mal looten hier, oder was? Looten. Looten. Looten Sie bitte jetzt. Okay, dann halt nicht. Dann latschen wir mal hier rüber. Ach nee, Moment. War hier nicht irgendwo noch so ein Hügelchen? Da wusste ich es doch. Das buddeln wir natürlich als erstes mal aus. Und wenn er nicht gestorben ist, dann buddelt Brucey noch heute. Scrap und Munition nehme ich immer gerne. So, dann ein neuer Versuch. Warum? Achso, ja, logisch. Ich wollte sagen, warum ist da immer noch so ein Hügel? Suchen. Ich habe auch den Verdacht, hier gibt es gleich nochmal auf die Fresse. Aber weil ich ja so ein Lootgeier bin. Na, ist doch klar, Munition und ich weiß nicht, kann die das noch tragen? Gucken wir mal. Im Zweifelsfall wird alles vertickt. Was war das? Ich gehe jetzt mal hier rüber. Mich würde mal interessieren, ob hier noch irgendwas ist. Ja, nichts ist hier. Die Steine sehen so unwirklich aus, farblich. Als könnte man damit irgendwas machen. Komm, komm, hier kommt doch ein Hinterhalt. Das sehe ich doch schon. Ihr wollt mich doch hier, ne? Eine Kiste vor allem. Oh, 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 langsam, Kinder. Out of Range. Thief, 50, 38, 38. Gut, dann machen wir doch jetzt mal Folgendes. Schnipper. Mehr oder weniger Schnipper. Der geht jetzt einfach mal hier hin. Oder vielleicht auch hier hin. Okay. Dann nehmen wir hier mal die Rambo-Nummer. Ist das hier eine Deckung? Nee. So, aufpassen, dass mich noch keiner erwischt. Die Rambo-Nummer geht hier rüber. Rosie. Ja, die Erste-Hilfe-Drüse. Und die geht auch hier rüber. Rosie immer schön in die Mitte. Und die nehme ich jetzt mal mit. Hier sieht man auch noch gar nicht, ob das Deckung ist oder nicht, ne? Ah, das war wieder ein Schritt zu weit. Wie das ja gerne mal passiert. Aber wir haben uns zumindest ein bisschen verteilt. Oh, Nahkampf. Ja, was sag ich dafür? Laser Carabine, 36%. Da gehe ich persönlich hier rüber. Das sieht schon arg gefährlich aus, muss ich mal sagen. Stand and deliver! What? Die Erste-Hilfe-Mädels werden angegriffen. Das ist ein Skandal. Wer ist denn dran? Rosie? Ja, macht mal Rosie hier die Hinterhaltsnummer. Die wird wahrscheinlich hier nichts treffen. Nö. Hat noch drei. Die kann eigentlich nichts machen. Yeah, fresh meat. Ja, jetzt muss ich wieder an Christian und seine Nahkampfsachen denken. Da muss ich jetzt irgendwie immer dran denken. So, 94%. Headshot. The clock. Können wir nochmal schießen? Ja. Ja, das hast du dir gut überlegt, mein Freund. Hä? So, dann ducke ich mich doch nochmal. Ja, dann haben wir hier einen Carabine-Schütze.
Der kann 39%. Also da würde ich ja jetzt lieber einen Ember Strauß machen, ehrlich gesagt. Genau für so einen wie dich. Oh, hier werden wir überrascht. Sehr schön, ich mag Überraschungen. Ganz besonders positive. 80%, Rail Thief. Ah, dann machen wir eben doch mal ein bisschen hier einen Arsch putzen. Ja, das ist halt blöd. Was war das? Plus 50%? Habe ich jetzt gar nicht gerafft. Ah, hier, hinter diesen, wo man sich verstecken kann. Plus 10 to hit, cover, evasion und hit. Ah, boah, 1000 Informationen, ist ja echt fett. Was kann er noch machen? Er hat noch zwei Pünktchen. Der duckt sich einfach mal. Oh, nein, tu's nicht. Ich habe Frau und Kinder. Ja, da kommt Scharfschütze McErsey ins Spiel. Wen kneistern wir weg? Der ist im Cover. Okay, 11 Punkte. Wie viel Schaden mache ich damit? 21. Ich würde mal auf den hier schießen. Genau aus diesem Grund. Jetzt habe ich noch drei Pünktchen. Da gehe ich mal langsam in die Knie. So, was hat die Rambo-Möse hier noch? Ja, Rambo-Möse ist gut. Die knattert dem einfach mal vom Kopf. So, erledigt. Und jetzt steht hier so ein tückischer Kamerad noch auf der Rückseite. Das macht mir aber nichts. Wir gehen in Ambush. Wir gehen in Ambush. Lass den mal kommen. Ja, taktisch ausgedacht. Und dahin geschossen. Lost Control, sehr gut, Rosie. Gib's ihm. Rosie ist krass, habt ihr das gesehen? Die hat um den Reifen drumherum geschossen. Ja, ich meine, der steht 100% covered aus optischer Sicht. Die hat er einfach weggebröselt. Durch den ganzen Gummischeiß weggemeiert. Ja, und es ist sogar eine Hülse weggeflogen. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Habt ihr das gesehen? Ich spuck mal 2 Sekunden zurück. Dann seht ihr nämlich die Hülse von der Schrotwaffe, die da wegfliegt. Wobei ich glaube, aus diesem Teil hier fliegt überhaupt keine Hülse weg. Aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Wir müssen erstmal hier diese jene junge Dame verpflegen. Die blutet nämlich. Die müssen wir mal eben hier zur Erste-Hilfe-Drüse. Ich weiß gar nicht, war das hiermit? Nee, das war kein... das stoppt nicht das Bluten. Ich weiß nicht... Ah, Removes Bleeding Effect. Warum habe ich das eigentlich nicht hier unten drin liegen? R2 Hotkey. So. 3 und... Blob. So, jetzt mal aufhören zu bluten, Schnecke. So geht's ja nicht weiter hier. So, haben wir das erledigt. Lustigerweise haben die jetzt alle kein Überladensymbol mehr. Das ist doch bestimmt ein Bug, oder? Die waren doch eben alle überladen. Naja, gut. Egal. Ja, dann gucken wir mal, was die Räuber und Gendarme dabei haben. Ja, natürlich wieder ein Einbahnstraßenschild. 6 Pfund und dafür 29 Dollar. Wären wir nicht so überladen, wäre das alles super. Aber ich glaube, das werden wir nicht mitnehmen. Endlich mal wieder ein Carabine. Wieso sage ich immer Carabine? Aber ist egal, das sind so Altlasten. Das Ding bringt auch 30, wiegt 8. Ich lasse es jetzt einfach mal liegen. Was haben wir hier? Super. Was haben wir hier? Ein Eimerstraßenschild und irgendwelche Nägel. Und wir haben hier eine Kiste. Yes. Und da fällt uns sicher auf. Da ist ein Alarm dran. So, kleiner Augenblick, ich bin mal ganz kurz aufgehabt. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Die Erkältung fordert so manchmal ihren Tribut. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt hier rein niesen, Nase putzen, was auch immer. So, wir haben einen Alarm gefunden. Das ist aber schön, ein Alarm. Alarm Disarming habe ich hier einen Skill. Aber vorher machen wir natürlich Folgendes. Wie immer. Wir safen das Ganze. Und dann schauen wir mal, was abgeht. Ich glaube, das habe ich noch nie benutzt, oder? Alarm Disarming. Oh, wir haben Shotgun Shells gefunden für Rosie. Lass mich raten. Scorpions. Lecker, lecker. Und wir haben vor allem eine Laserdisc gefunden. Das finde ich ja total super. 2 Pfund Laserdisc. Ich traue der Sache hier noch nicht so richtig. Da ist noch so ein Kistchen. Maybe there's a treasure. Ja, das war der Super Treasure.
Ein Safe haben wir auch noch. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, hier ist noch irgendwas im Argen. Aber okay. Wir machen nochmal einen kleinen Save. Auch wenn das jetzt keine Fleißpunkte gibt und keine Bonuspunkte und keine Rabattpunkte gibt. Wir nehmen mal hier... Wo sind wir denn hier daheim? Da sind wir. Und den Save Specialist. 100% simple. Boom! Oh, ist auch ein neues Symbol. Letztes Mal noch. Ich hab's nicht gesagt. Yeah. So leicht läuft's hier. Ja, dann eben nochmal das Ganze. Wir nehmen ihn hier. Singleplayer quasi. Wieso entdecke ich denn hier eigentlich diese Trap nicht? Außer so natürlich. Manchmal sieht man die Trap, manchmal nicht. Warum ist das so? Habe ich hier einen Denkfehler? Wer weiß da was drüber? Sofort posten. KZV ohne Rücksicht auf Verluste. Lockpicking. Brute Force. Tja, gut, dann lasse ich das mal so im Raum stehen. Von mir aus, dann ist es halt so. Dann schaufel ich lieber ein bisschen in der Erde rum. Letztendlich wieder alle überlastet, ist auch schön. Jo, wir haben Scrap, wir haben ein paar Patronen dahin, glaube ich. Wir haben Schrot, eine Laserdisc und wir haben Spend 4. Das ist bestimmt auch irgend so eine Insider-Geschichte. Ich weiß nicht so genau, ich kann damit nichts anfangen, aber ihr vielleicht. Hat vielleicht mal was mit den alten Wasteland-Teilen zu tun oder so, keine Ahnung. Bin ich überfragt. Bin ich einfach überfragt. Wo sind wir denn hier? Beim Haus vom Nikolaus. Was haben wir denn gefunden? Ah. God, motherfucker. So, was haben wir denn hier für eine Kiste? Alarm on the track. Ja gut, dann machen wir noch folgendes, saven erstmal, wie immer. Wir wollen ja nicht unseren Misserfolg mit uns tragen. Aber da gibt es jetzt erstmal Ärger, glaube ich, oder? Wollen wir erst platt machen? Nö, oder? Nö, wir machen erstmal ganz easy Alarm Disarming. Oh, da macht es komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Tja. Na, hat der super funktioniert. Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt mache ich die Rambo-Nummer. Auto Franke. Machen wir die Rambo-Nummer? Machen wir nicht die Rambo-Nummer? Machen wir die Rambo-Nummer? Machen wir nicht die Rambo-Nummer? Dass der uns noch nicht gesehen hat auf die 3 Meter, ist auch so ein Ding, ne? Ja gut, dann machen wir folgendes. Sie geht auf jeden Fall mal hinters Haus. Ne? Erste Hilfe, erstmal Deckung. Er stellt sich hier hinten hin. Als Schnipper. Oh oh. Die Rambo geht mal hier rüber. Hex geht mal hier rüber. Eigentlich spielt das keine sonderlich große Rolle. Und sie geht jetzt hier hin. Ich lasse sie sich alle setzen. Damit die einfach ordentlich zielen können. Fällt mir gerade so ein. Da geht's doch schon los. Darauf habe ich ja nur gewartet. Was? No one fucks with the rail thieves. Lost control, war klar. Rosie. Nee, oder? Alter, wie ist denn die drauf? Die ist ja mal mitten reingelaufen. Die hat einen echten Dachschaden. So, wer ist denn dran hier überhaupt? Sie. Sie sieht wahrscheinlich nichts, oder? Das habe ich mir gedacht. Das ist natürlich eine taktisch äußerst beschissene Situation. Er hat sich gut versteckt, Rosie mittendrin. Ich würde jetzt mal hier hingehen. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht mehr ambushen.
Okay, das macht aber nichts. Da muss ich mit leben. Du bleibst schön da hinten. Ja, dann muss Hexi muss irgendwie sich hier einen taktischen Vorteil verschaffen. Wir müssen uns in Gefahr begeben. Jep, das habe ich mir schon gedacht. Ja, Rosie, kommt schon klar. Ja, kommen Sie mal alle aus dem Loch gekrochen, ihr Arschgeigen. Wen haben wir denn hier? Wir haben eine automatische Waffe. Das ist schon mal keine so schlechte Geschichte. Uns fehlen hier eine Handvoll Felder, damit wir da hinkommen. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall einmal hier ins Mittelfeld ziehen. Einer muss einen Heldentod sterben. Ja. Ich würde sagen, 100% Trefferchance. Dann verpassen wir dem jetzt erstmal eine. Alter, sind da Körperteile weggeflogen? What the fuck? Was ich einen Schuss drauf hatte. Zieht euch das mal rein, da sind zwei Arme und der Kopf weggeflogen. Krasser Scheiß. Der hat noch drei. Tja, da würde ich sagen, chill mal, Bruder. Du kannst bis da hinten hinschießen, da kann nicht allzu viel passieren. Das ist eine gute Position. Hat er auf die Rosie geschossen? Hat er auf meine Rosie geschossen? Rosie blutet ganz schön. Wer ist denn dran? Wieso ist denn sie eigentlich schon wieder dran? Jetzt auch ein bisschen ein Rätsel. 48%. Ja, dann zieh dich mal warm an, mein Freund. Und wieder habe ich ihm ein paar Körperteile abgeschossen. Ich bin ein Meisterschütze. Tja, und dann ambush ich das Ganze. Der Nächste, der um die Ecke kommt, der kriegt auf jeden Fall was vors Fressbrett. So, Rosie ist ein bisschen stinkig. So, wie unschwer zu erkennen ist, hat sie dem mal eine gelatzt. Und ich glaube, Rosie... Weiß ich nicht, wenn noch so alles kommt. Der geht auf jeden Fall mal hier hin. So, die erste Hilfedrüse, die bewegt sich mal hier rüber. Kann die noch... Oh, die kann noch ambushen. Das ist der Hammer. So, und hier die Laserknarren-Lady. Die hat hier zwei im Blick. 38 und 16. Dann würde ich auf jeden Fall mal den hier wegballern. Geiler Scheiß. Jetzt komm du erstmal mit deinem Schwert. Hat sich auch erledigt, weil Ambush und so. Ja, da war das doch gar keine taktisch so schlechte Entscheidung. Wer ist denn dran? Hier, Rambo. Rambo geht mal... Der braucht 5 Felder für einen Ambush. Okay, da steht natürlich jetzt einer, aber das macht jetzt wenig. Ich stelle mich mal hier vor und mach mal Ambush. Look, Victim. Hast aber Glück gehabt, du. Aua. Arschkrampe. So, wer ist denn dran? Hier die Rambo-Schneck. Hab ich... Unjam. Okay. Nö, da mach ich jetzt gar nichts, da warte ich. Scharfschütze. Der geht mal ein bisschen hier rüber. Ambushed weiter. Out of Range. Rosie ist schon relativ verletzt. Die würde ich jetzt, da mache ich einen Field Medic draus. So. Jetzt kann sie noch laufen. Da er da ist, würde ich jetzt mal hier rüber laufen. Okay. Lucky! Das nutzt mir Lucky überhaupt nichts. 9 Punkte. Ach, weißt du, was ich mache? Motherfucker! So muss laufen. Yes. Und wir striken hier einmal durch. Ja, nochmal eine Runde looten, würde ich sagen. Ein Einbahnstraßenschild, das will ich nicht. Noch ein Carabiner, den will ich jetzt auch nicht mehr. Ne, wo war man hier? Einbahnstraßenschild. Kinderspielzeug. Munition. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch Folgendes. Wir buddeln noch eben das Teil hier aus, gucken uns noch eben die Kisten an und dann müssen wir diese Folge auch wieder beenden, denn wir sind von der Aufnahmezeit ein bisschen auch an unsere Grenzen gekommen.
Er ist jetzt schon rot, der arme Kerl. Der schämt sich schon ein bisschen. Kurz mal eben safen, bevor wir an so eine Kiste gehen. Yep. Dann nehmen wir nur das mit. Die Knarre finde ich jetzt nicht so... Oh, ich wollte gerade sagen, da ist eine Trap, habe ich gerade gesehen. Yep. Jo, an dieser Stelle verteile ich nochmal eben ein bisschen... Was ist denn das hier eigentlich? Verteile ich nochmal irgendein Gewicht. Warum hat er denn so viel dabei? Was habe ich denn aufgenommen? 556er Munition. Die er jetzt nicht unbedingt braucht. Die geben wir einfach mal hier rüber. So, einmal wieder safen und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Wasteland 2. Ich bin Agent Sasori. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.